Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalyse. Und ich möchte erstmal beginnen, euch allen ein frohes neues Jahr zu wünschen und einen guten Start ins Jahr 2021. Ich dachte mir, weil es in den letzten Monaten doch wieder ein bisschen ruhig geworden ist, mache ich euch ein kleines Update-Video, wie es denn gerade standtechnisch aussieht, weil ich ja irgendwann die Roadmap von der Webseite genommen habe, da die irgendwie nicht mehr ganz den Zweck erfüllen konnte, den ich mal ursprünglich mit ihr geplant habe. Ja, ich habe hier so ein paar Haken an den einzelnen Kapiteln. Also dieses Inhaltsverzeichnis ist genau die Datei, die bei euch auf, bei mir auf der Webseite steht, die ihr euch da angucken könnt. Und im Wesentlichen heißen die Haken, ein Haken heißt, da sind die Beweise fertig, beziehungsweise das Skript fertig. Ein Haken ist eigentlich an allen dran, bis auf den unteren, habe ich so vergessen. Zwei Haken bedeutet, ja, die Beweise sind aufgeschrieben. Das heißt, ich habe ja die Skripte, schreibe ich ja immer so, dass die Beweise nicht drinstehen, weil dann ist der Aufwand plötzlich explodiert. Ne? Und dementsprechend zwei Sterne heißt, Beweise sind fertig. Drei Sterne heißt, also drei Haken heißt, ja, die Videos sind da. Ne? Oder sind zumindest aufgenommen. Und wir sehen jetzt ungefähr da, wo wir stehen. 1.1.1.2 war ja schon online gegangen. Und dann 1.3 ist mittlerweile auch fertig produziert. Da muss ich nur noch Beschreibungen für schreiben. Und den Rest kann ich jetzt locker runter aufnehmen, wenn ich Zeit und liebe Laune habe. Denn, ja, es ist inhaltlich alles soweit vorbereitet, eben bis auf die letzten paar Kapitelchen. Da fehlen, wie gesagt, die einzelnen Haken. Können wir mal eben schnell ergänzen, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Input. Denn es ist so, das Skript steht. Da werde ich nicht mehr viel dran ändern. Und die Ausarbeitung der Beweise steht großenteils auch. Also was plane ich dieses Jahr, um das ganz kurz ein bisschen zu sagen? Zum einen möchte ich mit diesem Videokurs hier möglichst weit kommen und eventuell sogar fertigstellen. Das wäre ganz traumhaft. Dann hätte ich gerne, dass die Funktionentheorie mal abgedreht wird. Da arbeite ich auch dran. Das Skript ist soweit durch, aber da muss ich noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Und dann zu guter Letzt habe ich auch noch ein paar neue Ideen im Kopf. Ich arbeite momentan ganz viel an Kategorientheorie mit Anwendung auf Topologie. Und da möchte ich auch gerne irgendwann was zu machen, weil da habe ich auch schon ziemlich viel jetzt zu rausgesucht und gemacht. Und das, also natürlich erst primär erstmal für mich, weil ich finde die Theorie cool. Und dann sekundär natürlich dafür, dass es auch mal immer so ein paar Videos abwerfen kann. Also sowas in der Richtung habe ich irgendwie geplant. Und die Funktionentheorie ist ja auch immer noch mein kleiner Liebling. Und deswegen, da wird es auch bestimmt in Zukunft noch was geben. Aber wie gesagt, ich versuche dieses Jahr, mich auch ein bisschen auf den Kanal hier zu konzentrieren, mich da ein bisschen mindestens Zeit rauszunehmen und das alles schön in Ruhe zu machen, damit ihr auch ein paar Videos bekommt, weil mittlerweile habe ich ja ein paar Abonnenten. Ich danke auch an jeden, und ich möchte hiermit auch mal jeden neuen Abonnenten begrüßen. Mittlerweile sind wir ja knapp 250 Leute. Das ist auch durchaus schön, das freut mich alles sehr. Gut, das wäre es auch schon soweit mit diesem kleinen Überblick über das Jahr 2021, respektive über diesen Kurs. Und ja, das wäre soweit der Plan. Kapitel 1.3, das kommt demnächst auch. Also wie gesagt, das ist alles hochgeladen. Ich muss nur noch Beschreibungen schreiben. Das ist aber erfahrungsgemäß immer die Sisyphus-Arbeit. Und am Rest sitze ich auch dran. Also, ich lebe, es geht mir soweit gut, ich mache was und irgendwann kommt auch wieder was. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit, haltet euch an alles, was ihr persönlich könnt, und dann wird das ein wunderschönes Jahr, glaube ich. Macht's gut und tschüss.